Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. 7 Tage, 7 Mal gestorben. Hallo. Wo wir sind, was haben wir denn, Jasmin, erzähl doch mal. Ja, womit ich überlege gerade, was, ja, das überlege ich gerade, weil ich habe ganz viel, warte mal. Ich glaube, ich habe nur aufgewertet mit Beton letzte Folge, ne? Und ich habe hier Hülsen und, Geschossspitzen. Was habe ich denn gemacht? Ja, genau. Du hast so viel nix gemacht, dass du dich gar nicht mehr dran erinnern kannst, was du alles nicht gemacht hast. Ja, genau. Achso, das habe ich alles aufgebraucht. Also können. Achso, ich glaube, ich wollte das wegsortieren. Ich bin verwirrt. Also ich habe im Gedanken jetzt, dass ich hier alles aufgewertet hatte, aber ich habe nicht mal den Clownhammer in der Hand. Habe ich noch was anderes gemacht oder hatte ich noch irgendwas Spezielles vor? Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht hatten. Ja, das sind die besten Voraussetzungen, um weiterzumachen. Es ist ja 20 Uhr. Ich wollte gerade ein bisschen loslatschen, aber... Ja, das geht jetzt auf die Nacht hin zu. Haben wir den Arms aufgehört? Ich denke mal, ich werte den noch ein bisschen auf, wenn wir jetzt sowieso hier sind. Wir waren doch im Brandgebiet, haben Kohle geholt. Ja. Und dann haben wir doch alles verbraucht für die Munition hier so, Nein, ich hab ein bisschen Kohle habe ich mir einbehalten. Ah, ja, genau. Und du hast ja versucht aufzuwerten. Ja, wir kommen der Sache auf den Grund, Jasmin. Hm. Wenn wir nur lange genug ermitteln, so 45 Minuten, dann wissen wir auch, was wir letzte Folge gemacht haben. Ja, einen Moment, ich muss mal ins Handy gucken. Dann können wir die nächsten 45 Minuten wieder überlegen, was wir als nächstes tun. Ich muss da mal was googeln. Du, ich wollte ja Räder, ne? Wir brauchen für ein Auto. Warte mal, ich will ja ein Vehikel herstellen, ne? Wie heißt denn der hier? 4x4. So, das weiß ich. 4x4. Das ist nämlich ein 4x4-Truck-Fahrwerk. Ach du Schande, ich dachte, ich kann direkt das Auto bauen. Dafür brauche ich aber Truck-Zubehör, Truck-Fahrwerk. Kann ich zum Glück bauen. Oh. My goodness. Ja, wir brauchen für unseren 4x4-Truck 250 geschmiedeten Stahl. Okay, wir brauchen erstmal dieses komische Ding dafür. Okay, die Komponenten haben wir. Für das Fahrwerk 250 geschmiedeten... Ja, da brauchen wir den Schmelztiegel. Ja. Sonst schmilzt das Eisen nicht dahin, wo wir es haben wollen. Wo kriegt man den denn überhaupt? Looten. Den kannst du wohl nur finden. Oder beim Händler vielleicht kaufen, wenn du Glück hast. Ah, siehst du, zum Händler wollte ich eigentlich auch nochmal, ey. Schon wieder vergessen. Ja, ich habe auch keine Quest mehr. Können wir mal... Ah, nee, ich wollte noch eine Schatzkarte mal machen. Oh, wir haben immer so viel vor, ne? Jo. Ach, Mann, ey, das ist doch blöd, dass ich bald wieder sterbe wegen dieser Infektion, ey. Ja. Infiziert. Du musst besser aufpassen, Jasmin. Oh. Mahlzeit. Hat man das gehört? Ja, ich hoffe, es hat zweimal gemundet. Nö. Wir haben auch kaum noch Pflasterstein mittlerweile. Oh, wir brauchen diesen Erdbohrer. Ja. Ah, und ich kann, da habe ich immer noch keinen Bauplan für. Das ist schlecht. Ja. Naja. Aber ich wollte jetzt auch hier nicht die ganze Folge wieder nur aufwerten eigentlich. Ja, was willst du denn jetzt machen? Ist ja, aufwerten erstmal. Nein, ich hab nicht genug. Ich muss essen. Aber ich kann eh nicht viel aufwerten, weil wir haben nicht viel. Wir sind arme Leute. Mhm. Es hapert bei mir schon am Holz. Was brauchen wir? Pflastersteine? Ja. Kann man die nicht machen? Ja, aus Stein. Aber dann müssen wir halt wieder Stein abbauen, ne? Wir haben ja auch nicht so viel. Ich mach hier gerade alles frei. Hier ist überall Stein. Ich mach hier gerade über Lehm weg und da drunter ist alles Stein. Kannst du mal mein Freund werden? Nö. Ich hab dir trotzdem ein Freundebuch geschickt. Weil hier ist doch alles voll mit Stein. In meiner Höhle hier.
Ach ja, du wolltest ja den ganzen Berg abtragen, ne? Ja, ich hab bin gut dabei. Du wolltest ja, dass die ganze Map eine Ebene hat. Du wolltest die komplette Map auf eine Höhe bringen. Ja, hier ist doch Stein alles um die Ecke. Muss ich da nicht überall hinlatschen? Ja. Musst nur den Aber ganzen nee. Berg abbauen und dann Macht doch nichts. mit der Wasserwaage den Rest ausgleichen. Ja. Ja, nehmen wir eine Schlauchwasserwaage von vorne und hinten und dann Gib ihn. gib ihn, ja. Aber ich habe keine Ausdauer. Wie viel Lehm und Stein wir wohl kriegen, wenn wir den ganzen Berg abbauen? Weiß ich nicht, ich habe schon ganz schön gut zusammengekriegt. Ich muss mal eben mein Headset Bist du lauter sicher, da machen. ist noch sehr viel Berg über? Ja, ich habe aber schon ganz schön viel geschafft. Warum ist da noch Berg über? Ja, der stürzt irgendwie nicht ein. Gibst du dir keine Mühe beim Buddeln? Nö. Ja, wird Zeit, dass ich mal vorbeischaue. Wer weiß, wie viele Pausen du machst. Ja, die ganze Zeit, weil ich keine Ja. Ausdauer habe. Ich maloch hier wie ein Tier und du rauchst da eine nach der anderen. Ach ja? Trinkst da dein Bier. Ja, das wäre schön. Soll ich dir Bier vorbeibringen? Nee, aber ein Kaffee oder so. Einen Kaffee möchtest du haben? Ich guck mal, was wir da im Angebot haben. Ganz viel. Ich habe extra welchen gekocht die ganze Zeit. Ja, ich sehe es. Das ist meinem allsehenden Auge aufgefallen, Jasmin. Wird windig. Okay, ich habe kein Beton mehr. Beton. Haben wir noch Atong? Beton. Atongong. Atong. Wie auf Arbeit heute, wa? Atong. Ja, Atong. Ja, Kommunikationsschwierigkeiten sind doch immer wieder was Herrliches. Boah, das wäre nichts für mich, da wäre ich ausgerastet, ey. Weißt du, was das ätzendste an der ganzen Geschichte ist? Dass der auch noch so verkackt nett war. Die Oh, sind hier irgendwie alle immer gefüllt. jetzt wird dir die Decke auch Stein. Da müssen wir aber später irgendwie wieder Holz draus zimmern. Ich hätte gerne Holzdecke. Warum? Das sieht doch schicker aus. Betonwände, Holzdecke. Diese blöde Ausdauer, ja. Ja, scheiß Sport, den du machen musst. Auch kein Mensch. Komm mal schon mal langsam zurück, nicht dass hier gleich irgendwelche Vampire, wollte ich gerade sagen. So weit sind wir nicht. Jasmin, Vampire sind absolut unrealistisch. Ach ja? Ja, warum sollte man in der Sonne zerfallen? Und wenn Vampire realistisch wären, warum habe ich noch nie einen gesehen? Ich habe noch nie einen Zombie gesehen. Doch, ich schon. Außer mich morgens, nächsten Tag nach dem Saufen. Ja, oder wenn du Dann generell denke ich, ach du aufstehst. Shit, was ist. Hey. Was? Nein, ich sehe immer fresh aus eigentlich. Ja, Echo. Echo Fresh. Außer Mit ich habe, Schnurrbart. außer ich habe ein bisschen für Alkohol getrunken, dann sehe ich nicht mehr so fresh aus nächsten Morgen. Aber es geht ja auch nicht immer nur bis ein paar Stunden. Wenn ich denn bei einer bestimmten Person bin, geht es ja auch immer bis morgens um 4:30 oder so. Au! Ja, lauf ruhig rein da. Welcher Idiot hat das hier hingestellt? Aber ja, damit die da nicht. Aber die sind nicht zu, die sind nicht komplett dicht, ne? Oder hast du das komplett unten zugemacht? Was denn? Na, da wo du Stein machst jetzt. Ach, da bist du drinne, oder was? Ja, du hast ja hier eine Reihe freigelassen. So gütig wie du warst. Wie, ich hab ne, wo habe ich eine Reihe freigelassen? Direkt an der Mauer. Hey, warte mal. Ich komme mal eben runter. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Ich habe doch das zugemacht. Also links und rechts nur. Ich habe das nicht von innen zugemacht, sondern nur links und rechts. Ja, aber ich konnte von oben reinspringen. Ach, das meinst du, ja. Ja, ich habe gedacht, man könnte das vielleicht komplett zumachen, weil dann stürzt das auch nicht so schnell ein, wenn die da mal gegenlaufen, weißt du? Ach, du bist jetzt bei der Mauer. Hier, da wo du jetzt gerade drinne, ja. Ich bin Da. draußen.
Da drinne. Ach so, du wolltest hier Stacheln noch hinmachen. Nee, von hier, wo ich... Hier ist doch auch offen. Oben. Hier, diese Lücke. Da oben. Meinst du das oben drauf? Das da, warte. Ach nee, ich schieß lieber nicht. Ja, mach mal, mach mal. Nee, sonst schieße ich noch da irgendwo gegen. Ja. Da. Das sehe ich von hier nicht. Toll. Ah ja, die Lücke. Mhm. Ja. Das sehe ich. Und da dachte ich, kann man noch mal gucken, dass man irgendwie da reinkommt. Und die komplett dicht macht, ne? Gar keinen Hohlraum lässt. Genau, weil wenn die nämlich mehr werden, wie sie ja momentan sind, bricht das so schnell ein hier. Verdammte Sekte. Und deswegen denke ich, wäre es besser und schlauer, wenn man das hier drinnen alles auffüllt. Ja, können wir machen. Weil dann bricht das nämlich nicht so schnell zusammen und unsere Vorräte. Hier kommt irgendwo einer. Schatzi? Ja? Da kommen viele. Ja, aber die kommen ja zu dir, ne? Die echt jetzt? Ja. Viel Spaß. Ich muss hier arbeiten. Ihr habt keine Zeit für Zombies. Ja. Ich bin weg.de. Na, dann kommt mal her hier, Uschis. Ne, die ziehen vorbei. Nee. Doch. Oh, warum laufen die da rein? Okay, die sind jetzt schnell und er hat mich gesehen. Schön, dass ich hier in der Falle bin. Ich komme hier nicht raus. Wo bist du denn? In Sicherheit. Ja? Komm doch her. Oh, da kommen aber viele. Andere Seite auch. Ja. Das war's mit denen. Mal gut, dass du hier einen Bauzaun um mich herum gesetzt hast. Ja, die müssen wir nochmal neu machen dann. Die sind gut, ne? Ja, die halten die ab. Genau, die laufen da zweimal rein und dann sind sie tot. Kommt ein Kriecher noch? Das wäre einem Vampir nicht passiert. Wegen Holzfall. Flock. Ja, der hätte ja aber als Fledermaus rüberfliegen können. So. Ach ja. Hm. Oder mit Vampir-Superkräften rüberspringen. Ja, oder wie eine Disco-Kugel in der Sonne glänzen. Ja, Patrick. Ist okay. Wir lieben dich auch alle. Du hast nie Twilight geguckt, oder? Da hinten ist auch noch eine. Ganz schön was los hier. Nee. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich Twilight geguckt. Echt? Ja. Und wie fandst du ihn? Scheiße, deswegen habe ich ihn ja auch nur einmal geguckt. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Jo, lauf mal schön rein, du Trottel, ey. Nee, weiß ich nicht, das war nichts für mich. Auch wie die alle auf den Typen standen, so, wo ich dachte. Warum? Ja, was, der muss ganz schlechte Blutwerte haben, der ist richtig blass. Was ist mit ihm so besonders? Also, weiß ich nicht, ey. Keine Ahnung, er hat Superkräfte. War nicht so mein Fall, der Film. Er ist reich. So, ich habe gleich die Rückseite hier komplett zugecastelt. Dann sehen wir von hinten schon aus wie ein Schloss. Schloss Burgstein. Aber das ist gut. Dann müssen wir nur den Hohlraum zumachen. Und dann ist das hier safe, ey. Ja, was doof ist, da wo wir die Lücken nicht aufgefüllt haben, haben wir auch nicht gebuddelt. Also wir sind da nicht noch ein unter die Erde gegangen. Das habe ich sonst immer gemacht. Naja. Da kommt noch ein Kriecher, ey. Ich weiß halt nicht, ob das im Verlauf des Spiels relevant sein wird. Werden wir sehen. Kann man nicht, dass die Kisten auch irgendwie sichern? Werden wir sehen, sprach der Blinde, als er mit einem Tauben einen Stummfilm schaute. Was können wir? Die Kisten nicht auch irgendwie absichern, dass wenn die kaputt sind, dass das trotzdem da bleibt, die Sachen? Ja, mit Versicherung kannst du das machen. Warum machen wir das nicht? Musst du VGH-Versicherung abschließen und dann, Ach Mann, du. Blöd Mann, ey. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Rasmin.
krass, Mini. Au! Warum läufst du da jetzt auch noch rein? Weiß ich nicht. Ich habe kein Cobblestone mehr. Und keine Ausdauer. Und Hunger. Und ich bin 51% infiziert. Mir geht's kacke. Ich bin auch infiziert. Oh, dafür reicht's. Habe ich ihn getroffen? Du hast mir meinen Zombie weggenommen. Da hinten ist doch noch einer. Wo? Da hinten auf der Wiese läuft er. Da so. Es wäre cool, wenn du mir Koordinaten geben könntest. Na, da hinten. Ach, da. Oh Gott. Oh, fast. Sie läuft. Oh. Die ist nicht mal umgefallen. Ach ja. Jasmin, ich habe kein Cobblestone mehr. Was machen wir jetzt? Kein what? Kein what? Cobblestone. Könnten wir eigentlich auch nochmal alles dicht machen, ne? Alles dicht machen. Was vorzugsweise denn? Vorzugsweise mit Stein. Hier diesen Zwischenraum. Welchen Zwischenraum? Wo bist du denn? Ach, da. Ja, wenn wir die steuern wollen würden, damit die hier nichts kaputt hauen. Und die wollten ja auch schon wieder hier den Zaun kaputt hauen. Ja, da musst du das hier erstmal mit Stein oder Beton machen. Das ist, ich verstehe nicht, warum die hier immer rein wollen jetzt. Vielleicht, weil das hier noch auf ist. Hier vielleicht doch nochmal einen rüber hoch. Ich weiß halt nicht, ob das an der Höhe liegt. Vielleicht wäre es einfacher, hier aufzumachen, damit die hier durchlaufen können. Nein, aber dann machen die da sowieso alles kaputt. Na, wenn wir die hier so einen schmalen Weg einfach lang führen, der die quasi da in die Todeszone reinbringt. Ja, aber wie willst du das mit der Treppe hier machen? Das ist ja jetzt auch eine Stütze hier für das ganze Gerüst. Na, hier dran vorbei einfach. So. Wie denn? Ja, hier einfach dran vorbei, hier so. Ja, mach doch mal. Aber da müssen wir trotzdem hier den Hohlraum, würde ich sagen, einmal auffüllen. Ja, aber der ist auf der anderen Seite von der Mauer, ne? Ja, du musst das doch jetzt hier eh aufmachen. Das hier. Wegen dem Weg, oder nicht? Da würde ich aber nur den rechten jetzt, also links vom Balken wegnehmen. Ja, hier, wegnehmen. Die. Die. Ja. Das da. Das. Ja. Wir sind hier sogar zwei breit. Habe ich mich gerade verguckt? Voll in den Arsch gehauen. Geh weg da, ich treff uns nicht. Warte mal, kann ich dich missbrauchen, um hier hochzukommen? Ja, ich kann dich missbrauchen. Ah, jetzt habe ich keine Ausdauer. Achso, wolltest du noch einen Kaffee haben? Nee, alles gut. Jetzt nur nicht hier zu viel abreißen. Nicht, dass die hier reinkommen, ey. Ne, ich brauche ja nur einen Weg nach drin. Ja, nicht mein nur. Aber wollen wir das denn nicht auch mit Stein ausfüllen? Wegen, je stabiler das ist, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass die sich durchhauen. Ja, aber so viel Stein hast du doch nicht. Ich habe gar keinen mehr. Ja, das ist doch blöd. Aber wir können ja nach und nach Lage für Lage machen. Nö, buddeln wir hier ein tief aus und dann füllen wir das mit Buddeln? Das kracht doch zusammen, oder nicht? Ja, Jasmin, bitte. Was, das Haus ist doch auch nicht gebuddelt. Hier, die Mauer. Willst du nur hier buddeln? Naja, wegen der Sicherheit und so, ne? Nee, das kracht sonst bei dir wieder zusammen. Ach, Jasmin, bitte. Ich bin doch vorsichtig. Nee, trau dir da nicht, ey. Die ganzen Sachen sind dann weg. Nein. Du kannst mir da vertrauen.
Ja, jetzt Antibiotika, wa? Auch erst überlegt, ob man von oben nicht einfach so eine Klappe macht mit einer Leiter und hier die ganzen Kisten hinpackt. Hier unten, Ja. wo die Zombies alle reinprügeln können. Nö. Wenn wir es richtig zumachen, nicht, oder was? Ne, ich würde die Kisten würde ich oben lassen. Ja. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Ja. Ja, heißt leck mich am A. Ja, bloß nicht. Warum hast du eigentlich so cooles Werkzeug und ich immer noch diese Standardsachen hier? Ja, weil ich weit looten gehe. Ich bin looten gehen. Ich Packt. bin Patrick, ey. Und ich bin hier richtig großer. Alles wird untermauert, wenn man den Satz mit einem Fakt beendet. Ich gehe halt regelmäßig looten. Packt. Guck. Na denn, du kommst ja klar, ne? Wow. Kommst du mit? Nö, mit dir nicht. Das ist jetzt aber ärgerlich. Boah, war das wieder ein komisches Geräusch hier, ey. Kannst du denn ein paar Cobblestone machen? Was denn? Was ist denn das? Pflastersteine? Sag doch Pflastersteine. Ich hab ihm Stone, meinte die Steine, habe ich gerade überlegt. Wo mache ich die Mischer oben oder was? Ich glaube, die kannst du so machen. Gib das mal ein. Die kannst du so machen. Brauchst Lehm, Boden und Stein. Ja, ich guck lieber selber nochmal. Lehm und Stein. Hab Wie bist ich. du darauf gekommen? Wie viel brauchst du ungefähr? Ja, ein bisschen wird's wohl schon werden. Geile Ansage hier. Ich habe halt extrem Angst jetzt hier, ne? Warum? Nur so. Vor was hast du denn? Dass das einstürzt, ne? Nein. Vor was denn? Ja, ganze Gegebenheit hier mit der Nee, nee, Apokalypse, nee, das glaube ich dir nicht. das macht mich so ein bisschen mental fertig hier. Das glaube ich dir nicht. Überall Du hast lauert selber. Gefahr. Nee, du hast selber Schiss, dass das zusammenbricht. Nein, ich vertraue dir da voll und ganz. Wieso mir? Wenn du sagst, das geht, dann geht das. Ich habe gesagt, das geht nicht. Oh. Hier. Cool, danke. Ja, ich habe einen Sack gekriegt. Bist du der Weihnachtsmann, Jasmin? Vielleicht. Noch geiler wäre es, wenn wir das direkt zementieren würden, bevor ich hier alles dicht mache, ne? Aber wir haben kein Zement. Alter, willst du mich jetzt hier rollen oder was? Nee, komm, wir machen Stein. Der gute alte Stein, das reicht schon. Das hält doch dann, oder nicht? Ja, klar. Ist ja nur zum Auffüllen, da wird Stein ja wohl reichen. Zement machen wir später alles von außen. Im Moment braucht man nur Steine. Aber wir haben halt Geh nicht mal. viel, ne? Ah, Steine haben wir doch voll viele, oder was? Ich habe doch voll viele gesehen. Wir haben hier 6000, 6000, 6000, 3000, 300, dann immer einzelne. Ist nicht viel, ne? Ist irgendwie auf den Kopf gefallen? Ah, gut, aber wir leben ja minimalistisch, Jasmin, ne? Also sagen wir es mal, wie es ist. Und jetzt machen wir ein halbes Schwein auf Toast. Ich möchte mein minimalistisches Abendbrot essen. Kann ihn mal einer schlagen? Weißt du, was geil wäre? Wenn man hier speichern könnte. Wo ist denn das hier? Hä? Wieso kann ich denn das nicht machen? Warum kann ich kein Zement machen? Das ist für mich nicht freigeschaltet ist Hast du wahrscheinlich. nicht gelernt?
Bist du keine ausgebildete Fachkraft, Jasmin? Nee. Ich muss mal meine Punkte irgendwie besser verteilen, ey. Ja, ich denke auch. Sonst hätte ich jetzt Zement gemacht, aber kann ich nicht. Zement braucht nur Stein. Ja. Stand hier auf jeden Fall. Ich habe hier noch Stein für dich, ne? Achso, pack mal eine Kiste, ich habe schon genommen. 200 Stück. Nein! Achso, oh geil. Achso, wir brauchen nicht Zement, wir brauchen Beton und dafür brauchen wir Bruchsand. Du hast gesagt. Mensch. Hör doch nicht auf das, was ich sage, Jasmin. Hör doch auf das, was ich denke. Nein. Noch schlimmer. Hier, hier der Sack. Hier. Hast du? Juhu, danke. Ich ziehe von dannen. Ich gehe wieder in mein Verlies. Was brauchen wir? Beton? Beton. Beton. Atom. Kann ich auch noch nicht machen. Nee. Glaube ich. Ist auf jeden Fall kein Schloss offen. Ist auch noch nicht mal ein zu, ist hinter. Hatte nicht gelernt. Oh Mann, ey, ich bin infiziert, das nervt mich ein bisschen. Ey, das ist purer Nervenkitzel, ne? Das ist ja schlimmer, wie so eine Zombie-Horde hier zu bauen. Weißt du, ich sag noch, das kracht zusammen. Nö, das fällt und selber scheißt er sich ein. Wer? Du. Den scheiß ich zusammen. Reicht das Stein, was ich dir gegeben hab? Boah, ich glaube, ja, erstmal. Wir haben auch fast gar kein Holz mehr. Wir müssen wieder Bäume fällen. Was für rote Lichter da hinten? Windräder? Nee, da an der Bäume. Eine Tanne da oben rechts. Siehst du das? Da oben rechts. Nee. Erzähl mal einen Witz. Da sind so rote wie Augen, als wenn die Augen angucken. Geht das weg? Nee, jetzt nicht mehr. Schon wieder. Erzähl mal einen Witz. Was soll ich denn erzählen? Keine Ahnung, Witz. Hab keinen. Ich finde halt das Grillenzirpen, das passt denn so geil. Du hast keinen Witz für mich? Bin ich so der Witzeerzähler? Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Das ist aber auch nur da. Ah, merkwürdig, ey. Merkwürdig. So, zwei Förmchen habe ich noch. Da kann ich mit der Axt hier nicht draufhauen. Wieso knackt das eigentlich immer so unangenehm? Jetzt. Vielleicht sollte ich hier mal. Was haust du da kaputt? Na, hier das Dach. Rest vom Dach. Ach so, ja, ja. Den Anblick der Schande. Könnte ich doch eigentlich auch hier den Zaun aufwerten, oder? Ein Pflasterstein? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den aufwerten wollen oder ob wir sagen, wir machen erstmal die Basis stabil. Machst du doch gerade. Mit 100 Kilo Muskelmasse. Das geht auch. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Was? Oh! Ja, das dauert jetzt eine Weile. So.
Das wäre nicht so verkehrt. Naja, wenn wir nix. Ich hab nur so laut gedacht. Und ich hab so einen Hunger. Okay, ich buddel hier nochmal einen raus und dann muss ich mal was essen gehen hier. Zeit hier, soll heller werden. Ich bin entfitzert. Ja, das muss endlich von Sinn werden, ne? Oder wie siehst du das? Was? Das muss endlich von Sinn werden. Von was? Von Sinnen. Ich habe einen... Am Boden habe ich auch schon einen Stein gemacht, aus Versehen. Oh, ich war ja kurz vorm Hungertod. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, das verbraucht aber viel Stein. Ich habe mir jetzt erstmal zwei Eintöpfe reingeknallt. Ja, wer mal lucht, der muss auch fressen oder was. Jasmin. Mhm. Ja, geil. Oh. Was denn? Ich kann hier zwei Blöcke nicht platzieren. Warum? Das ist eine gute Frage. Patrick, was hast du wieder gemacht? Oh, was hat er denn da schon wieder gemacht? Aber wieso? Hä? Da traf ich jetzt nicht. Ist da noch irgendwas an der Wand vielleicht? Nein, die habe ich ja gerade erst hochgezogen hier. Nee, vielleicht ein altes Holz noch. Manchmal stört auch das alte Holz. Nee, ich habe hier ja nur Stein. Weiß nicht, was du da machst. Ich kann hier zwei Steine nicht setzen. Patrick, was machst du denn da? Ich verstehe das nicht. Der sagt, dass der Block besetzt ist, aber da ist nichts. Hm, vielleicht stehst du im Weg? Nee, auch nicht. Bin ja voll weit weg. Komisch. Ja. Komische Angelegenheit, ey. Ich sag dir das. Brauchst du noch Stein? Soll ich noch welches machen? Ja, gerne. Ich finde, das ist ein Fall für die Mythbusters. Die müssen das hier analysieren und nachbauen. Das hier auch eingeben. Geil, ey. Und ich drücke jedes Mal. Dann lasse ich da erstmal einen Weg zu... Ja, aber ich kann es ja nicht machen. Ne? Ist ja eigentlich... Das verstehe ich nicht. Ja, Jasmin, du hast richtig gehört. Ich verstehe es nicht. Ich... Wahnsinn. Der große Versteher der Steine. Ja, ja. Ja, ja. Dass man aus deinem Munde kommt. Na gut. Dann lasse ich da eine Lücke. Was willst du tun, ne? Sprach der Fisch. Oder wie die alten Römer schon immer sagten. Ave. Ich hab keine Ahnung, was die alten Römer sagten. Nee, auch nicht. Hä, wieso weißt du nicht, was die alten Römer sagten? Weiß doch jeder. Mhm. Also bist du nicht jeder, ne?
Die verflixten Gallier, haben sie gesagt. Ich habe mein Holz geschlagen, Jasmin. Es sind das Holz und ich gar keine Freunde mehr. Du hattest noch nie welche. Doch. Das sind doch keine Freunde gewesen, aber. Klar. Mhm. Was denn? Hat mich nur ein bisschen Geld gekostet. Ja. Aber das waren die Besten. Hm. Ich war immer da. Mhm. Naja, fast immer. Also immer so Monatsanfang, ne? Wenn es ums Saufen ging. Ja. Saufen, Alkohol, das Elixier des Lebens. Wir werden damit geboren und wir gehen damit unter. Ja, heute trinke ich auch mal einen Wein, ey. Ah, du Schluckspecht. Aber heute muss das auch sein. Warum? Nach diesem aufregenden Tag. Ah. Ja, dein Leben ist voller Spannung, Jasmin. Spannung und Abenteuer. Wie die Achterbahn. Meins eigentlich nicht so. Bei mir ist ja nicht so viel Trubel eigentlich. Spannung und Abenteuer. Auf dem Spielplatz. Bist du immer noch da im Loch? Warte mal hier, ich schmeiß dir mal was hin. Oh, Almosen. Danke, Meister. Danke. Darf ja, ich war fleißig. Darf ich mein Loch wieder verlassen? Mach hinne. Jawohl, Meister. Aber warum sind da so eine roten Punkte eigentlich, ey? Dieser Scheißkerl. Ich acker mich hier kaputt. Und was ist der Dank? Ich frage, ob ich hier raus darf. Ja, ich mach mich hier kaputt. Ich klopp hier Überstunden. Und was sagt die Alte? Mach hinne, sagt die Alte. Das ist doch immer dasselbe. Wenn die jetzt vor mir stehen würde, der würde ich die Meinung geigen. Mhm. Dann kriegt die aber von mir was zu hören. Sowas wie du. Und bist. Und gemein würde ich ja auch noch in den Kopf schmeißen. Eiskalt, ohne zu pöbeln. Oh, hallo, Meister. Ich bin ganz fleißig hier. Ich bin... Ja, ich muss tanzen, ne? Ja. Bin ganz fleißig. Wo war das? Was hast du davon, du Schurke? du Schurke. Warum sind denn da hinten so Art Augen, ey? Sie beobachten dich, Jasmin. Meine Gehilfen. Tief aus dem Wald. Kannst hier, wie hieß das, der Film? Mit dem Jungen. Ach so, Split. Ja, dieser Junge, ey. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stimme noch hinkriege. Der war auch gruselig. Guck mal, ich hab ein Guck mal, ich hab ein Fenster. Willst du es sehen? Oh Gott, ey. Nee, aber ich kann ich krieg die Stimme nicht mehr hin. Ich konnte aber ja mal richtig nachmachen. Gruselig, ey. Ja. Finde ihn auch sympathisch. Ja, du konntest das mal richtig gut. Du hast dich genauso angehört wie der Junge. Ja, vor meinem Stimmbruch. Letztes Jahr. Haha. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt versuche, dann tut mir das am Kehlkopf weh. Du bist alt. Ja. Ich zerfalle innerlich, Jasmin. Ich zerfalle. Hast du schon was Cooles gefunden hier? Nee. Oha. Hier ist... Oh, ja. Schnell drunter da. Was? Na? Unter die Haube muss ich. Also willst du den Gang so machen und dann schräg rüber zum Ausgang oder was? Dass die nur zum Ausgang laufen oder wie? Also ich wollte auf jeden Fall was machen. Ja, du musst das schon. Ja. Muss mal eben kurz ein bisschen, aber ich kann ja hier schon mal. Nee. Hast du noch Steine, ja, ne? Ja, ich hab genug. Ich bin bedient. Mir reicht es. Oh, mach nicht zu viel, ey. Was denn? Ja, ich sehe das. How low can you go? How low can you go? How low can you go? Beste, kracht das zusammen? Lösche ich das Spiel und spiele nie wieder mit dir. Ey, sei doch mal nicht so. Doch, nochmal fange ich nicht so viel Essen ein. Du alter Schmollmopp. Das war echt Katastrophe. Cool, wenn ich infiziert bin, wäre ich nicht nass oder was? Hä, klar. Aber steht nichts. Ich stehe im Regen und es steht nichts. Dass ich nass bin. Vielleicht hat das Spiel gerade eine Meise?
Eine Marmel, meinst Eine Marmel? Wäre es unmöglich, Herrin? Herrin? Naja, wie werde ich nicht lassen? Sieht richtig cool aus, wie du das gebaut hast schon, ey. Mit dem Beton oder was? Ja, alles. Aber ich glaube, ich würde hier sogar noch ein paar Stützen dann hinmachen. Ja, das muss alles noch aus hier. Ja. Das muss alles noch verfeinert werden. Verflixt! Hier, wo unsere Treppe ist, weißt du, da drunter noch. Jetzt habe ich wegen dir einen Baufehler begangen. Wegen mir. Ja, nee, das muss alles noch verfeinert werden. Wir müssen auch noch mal Wände später einreißen und ein bisschen umgestalten, weil die Optik, Jasmin, die Optik. Ich möchte gerne Schloss Schwanstein nachbauen. 1:1 in Originalgröße. Da hinten ist ein Zombie. Habe ich auch noch, kann ich das? Oh, geil. Geil. Das Einzige ist natürlich den da oben, den kriege ich jetzt nicht aus Cobblestone, ne? Ich glaube, hier hinten werden die sich niemals reinschlagen, wenn ich hier fertig bin. Ja, ist doch gut. Und selbst wenn, ist geschützt. Also wenn die sich hier wirklich reinprügeln sollten, denn das dürfte sogar ein Blutmond überdauern, da haben wir die schon weg, bevor die da durchkommen. Naja. Hoffe ich. Da musste man ja drauf achten, ey. Da sind ja die wertvollen Lemonsmittel drüber. Lemonsmittel. Versteh nicht, ey. Was hast du denn? Ein Grafikfehler? Ich kann durch den Stein gucken. Guck. Ich kann. Geh mal, bist du noch oben? Ja. Geh mal bitte an die Werkbank hinter dir. Einmal rein. In die Werkbank? Mhm. Und dann? Du hast einen Bogen in der Hand. Hä? Jetzt hast du dich zu mir gedreht. Ich sehe dich nicht, ich sehe nur deinen Pfeil. Ich kann hier durch die Mauer gucken, ich habe einen Grafikfehler. Cool. Geil. Oh, das wird jetzt mein geheimes Spionageloch. Dann sehe ich, was die den ganzen Tag macht. Ja, das ist vorbei mit Faulenzen. Da gibt's richtig welche mit einem Gürtel. Ja. Versuch von hier hinten den Zombie zu treffen, aber ich treffe ihn einfach nicht. Oh, ich habe schon gar kein. Oh. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Cobblestone. Da habe ich mich aber verschätzt. Mach ich. Geil. Ja. Wunderbar. Wir sind bei 43 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier das Loch noch zu, bevor wir wieder auf Tour gehen, wa? Warum redest du bekommen? Weil es geil ist, oder nicht? Ich glaube, die Nachbarn haben Chihuahua gekauft. Ich habe ihn gehört. Mhm. Ja, irgendwie sind hier auch wieder alle unterwegs gerade. Wer war irgendwo? Da ist Zombie-Braut. Wo ist denn der Hund? Bestimmt noch hinterm Bär. Ach nee, der steht ja gleich hier vorne. Oh Gott. Der kriegt jetzt aber mal eine. Ich hänge hier fest. Der kriegt jetzt mal eine disziplinarische Erziehungsmaßnahme. Oh, der arme Hund. Böser Hund. Ist das ein infizierter Hund eigentlich? Nein. Das ist ein Lebensmittelhund. Da ist irgendwo noch ein Zombie, ne? Den esse ich auch noch. Na denn. Let's fetz. Komisch, dass du aus den Zombies kein Gammelfleisch kriegst, wenn du die tötest. Bäh. Brauchen wir nicht. Aber du kriegst dieses Nitrat, ne? Von den Toten. Ja, aber nicht hast von denen, die du selber tötest. Hast du mal versucht, die auseinander zu... Also mit dem Messer?
Die du getötet hast, mit dem Messer auszunehmen? Ich glaube ja, ich glaube, das geht nicht. Hast du schon Pflastersteine für mich? Achso. Warte, ich schmeiß dir runter. Ja, schmeiß mal runter. Ich fange dir Almosen auf. Ich habe sie in der Luft gefangen. Wenn einer fragt, so war das. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache das jetzt mal anders hier. Ich sammle mal ein bisschen XP. Das ist ja voll doof so, ne? Hier nicht, dass da ein bisschen, dann müssen wir hier. Oh, das sollte reichen. Und dann werden wir das erstmal fertigen hier. Dann geht auch viel schneller, oder? Errungenschaft freigeschaltet. Oh, Okay. geil! Was hast du geschafft? Heavy Metal. Körperstande. Nee, das glaube ich war das nicht, aber. Jetzt hast du eine E-Gitarre und ein Bass. Nee. Weiß nicht, was das. Also ein Auto abgebildet. Ein Au? Ja, komm mal hergelaufen. Wie ist denn die Dings gelaufen? Ich glaube, sie ist dran verendet, Jasmin. Ach ja, geil, ey, voll ausgetrickst. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sicher ist, was du da gebaut hast. Für uns schon. Scheinbar kommen da Leute zu Schaden bei. Du hast gesagt, dabei kann nichts passieren. Wann habe ich das denn gesagt? Kann mich nicht dran erinnern. So, und dann bleibt der Holzfußboden erhalten. I guess. Verflixt. Mist, ich hab's doch getan. So. Ja. Mit der Stabilität bin ich sehr zufrieden, ja. Jetzt zack, alles bricht zusammen. Das wäre natürlich schon makaber. Ich würde vielleicht ein bisschen weinen. Ja, weil ich dich verhauen würde. Warum? Warum? Was machst du denn? Würdest du mir das dolle Übel nehmen? Ich habe keine Pflastersteine mehr. Das kann doch nicht. Jasmin! Ja. Jasmin! Ich bräuchte mal den einen oder anderen gepflasterten Stein. Ja, komm her, ich bin hier Ja, hinten. ich komme hier nicht mehr raus. Na, das ist schön. Ich bleib für immer hier drinnen. Endlich Ruhe. Oh. Wenn ich es mir recht überlege. So, wo bist du denn? Hier hinten. Da, wo es Bumm macht. Kleinen Moment, ich komme. Herrin, ich wollte es wirklich fertig machen, aber ich habe kein Material Becker. mehr. Jawohl. Haben Sie noch ein bisschen Pflasterstein für mich? Ich habe Auch vier noch einer. Kinder und eine faule Alte und ich muss alle alleine durchfüttern. Die kleine faule Alte. Geh mal kurz. Die vier Ich Kinder komme sind in gleich. Ordnung? Es klingt halt melodramatischer mit vier, ne? Da. Danke, Ma'am. Danke. Bitte. Jetzt gehe ich wieder mit Steine spielen. Ich schmeiß die Fensterscheiben ein. Ja, kennst dich ja gut mit aus. Das ist einmal in meiner Kindheit passiert. Mein Gott. Passiert vor allem. Wie kann denn sowas passieren? Also, da gibt's. Aber ich Au! würde sagen, dass wir noch mal ins Brandgebiet fahren, noch mal ein bisschen Kohle einsammeln. Nicht nur das, ich würde gerne noch mal zu der Mine und ich würde gerne ein Schmelztiegel finden, damit ich mal ein Ja. Auto bauen kann. Dann los, Ich bin 58% infiziert, ich würde es nicht überleben. ich 70. Lass uns doch jetzt losfahren.
du bist infiziert und würdest es nicht überleben. Und ich sage, ich bin 70. Hey, lass uns doch jetzt losfahren. Ja. So, ich muss mal hier nochmal ein Stückchen wegschaufeln. Mit dem großen Löffel. So. Herrlich, das wird so stabil. Ich wette mit dir, die Arbeit ist absolut unnötig. Aber es gibt immerhin XP, ne? Und es ist auf jeden Fall stabil. Und es war toter Raum, also ich hätte auch ungern auf der Ebene hier gebaut. Ja, deswegen sage ich, das wäre ganz, deswegen wegen Ausfüllen da. Na, erstmal ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die hier dann noch beigehen und sagen, ja, da wollen wir rein. Und ich hätte halt auf der Höhe sowieso nichts haben wollen an Kisten, Werkbank oder... Oh, eine Garage wäre geil. Oder? Kann man doch noch anbauen. Ja, aber die müssen wir dann wirklich anbauen, weil hier nochmal alles abbauen möchte ich jetzt nicht. Nicht? Muss nicht sein. Aber so eine Garage später für Motorrad, Auto, Fahrrad wäre schon geil, oder? Mhm. Vielleicht eine Tiefgarage, weil es mehr Flair hat. Aber dann müssen wir ziemlich weit ausbuddeln, direkt hier an der Hütte. Da hätte ich ein bisschen Angst, dass das einstürzt. Das müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, Jasmin. Ja, ich habe keine Ausdauer. So? Nackt. Was denn? Hm, hör dich. Ist nichts passiert. Noch nicht. Ich habe keine Pflastersteine mehr. Bist du noch welche am Machen? Ja. Ach, jetzt habe ich die in der Ecke. Ach, scheiß drauf. Wenn du wieder welche hast, würde ich welche nehmen. Hier. Wo bist du denn? Im Loch. Hier, ich schmeiß hin. Ja. Dankeschön. Bitte. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Mhm. Bevor ich... Der Moment der Wahrheit. Ja, geil. Und wir haben gleich die Zeit, dass wir ordentlich losfahren können, ne? Mhm. Wir müssten nur vorher irgendwie sterben. Oder Antibiotika finden, aber da gehe ich nicht von aus. Du hast es auch immer noch nicht gelernt, ne? Arzt? Nee. Das sollten wir echt mal lernen, damit wir nicht sterben müssen, wenn wir infiziert sind. Weil wäre ja schon geiler, Antibiotika zu nehmen, weil gehen ja auch XP verloren. Mhm. Tatsächlich. Okay. Ich habe keine Pflastersteine. Toll. Geht jetzt gar nicht so, wie ich das wollte. Weil hier kein Platz ist, weil das so blöde gebaut ist da. Was denn? Na hier, ich wollte eine Stütze machen, aber
Da kann ich oben keinen Stein rauflegen. Ach so, nee, weil die haben einen Abstand. Da müsstest du hier ein Gitter wegschlagen. Ja, das macht. Ne, aber wenn ich das Gitter wegschlage, fällt doch die Mauer runter. Die hier drauf steht. Ja, ist möglich. Oder? Meinst du? Wenn wir. Ah, wenn wir vielleicht sagen, wir nehmen nur den da weg. Den anderen nicht. So. Hey! Ich hab hier ein Steindings. Bist du doof? Nimm den weg. Also. Jetzt hört's aber auf hier. Hinten willst du ja nicht ran. Jetzt ne? Mach da einen hin. Lass es nicht warten. Doch, hinten auch denn. Da muss ja schon gut aussehen, ne? Ja. So. Ja, musst du den wegnehmen hinten. Ja, ich bin dabei. Aber komme ich da ran dann? Ich weiß nicht. Kommst du? Jo. Geil! Jo. Diese, boah. So, hält doch. Krasse Kacke. Oder? Ja, ich habe keinen Pflasterstein. Ist doch besser. Und ich bin fast fertig. Achso, Pflasterstein. Ja. Guck mal, ob die reichen. Nee. Okay. Ich hab keinen Pflasterstein. Ja. So. Wir haben das Loch fast gestoppt. Ich hab noch Pflastersteine. Ja, ich brauche auch noch welche. Ich brauche noch 60. Nee, ich brauche noch 90. Ja, mache ich gerade. Nee, ich brauche nur 60. Egal, was wir über haben, das kann ich hier noch. Das geht trotzdem. Dankeschön. Bitte. Jo. Oh. So, das ist doch mal lückenloses Arbeiten hier, oder was? Hand in Hand. Eine Hand wäscht die andere. Jo. Meine linke wäscht meine rechte Hand. Ja. So, dann würde ich jetzt nochmal einen hier anfertigen. Der kommt da noch rein zum Abschluss. Und dann machen wir hier noch einmal ein bisschen Holz da hin. Und dann sind wir fertig. Wie lange ist denn die Folge jetzt? So, überhaupt? Die Folge geht jetzt genau eine Stunde. Ach du Kacke. Ja, aber ich wollte das Loch gerne fertig haben, damit wir in der nächsten Folge vernünftig looten können und keinen Scheiß machen. Gott, Junge, bleib locker, ey. Entschuldigung. Ist ein bisschen mit mir durchgegangen. So, alles klar, das war's für heute. Eine ruhige Baufolge wieder mit reingeschoben. Ungünstigerweise. Ich baue eigentlich gerne in dem Spiel. Aber vielleicht konnten wir ja trotzdem die Zeit vertreiben. Wenn es dem so war, lasst gerne ein Like da. Schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.